Den Absetzbewegungen der deutschen Soldaten in Finnland folgen Zehntausende finnischer Zivilisten. Diese Waggons bergen die in wilder Eile zusammengebrachten Habseligkeiten ganzer Dorfgemeinschaften. Ihre Besitzer gehen lieber in die Ungewissheit der Fremde, als dass sie sich der Knechtschaft des Bolschewismus unterwerfen. Sie wissen, was der Sturm aus dem Osten bringt. Terror, Hunger und Volkstod.